Ich habe noch zwei von diesen Karten. Da waren diese 8 Doppelkarten mit Briefumschlägen drin. Die Briefumschläge habe ich schon für was anderes verwendet. Aber heute möchte ich das als Kartenrolling nehmen. Ich werde heute mal ausnahmsweise kein Kartenrolling selber erstellen. Aber ich möchte dieses Papier halt, ich habe das hier von der letzten Karte überbehalten. Ich wollte es da schon verbasteln. Das will ich jetzt hier erledigen. Und ich habe es auch noch übrig vom letzten Jahr, weil ich mir das da schon vorbereitet hatte, aber ich habe es nicht verwendet. So, was habe ich gemacht? Also ich habe aus einem Stück weißem Papier, so etwas, habe ich mir passend als Unterlage das hier zugeschnitten. Also es ist ein bisschen größer als das eigentliche Motiv. Da ich das aber im Grunde genommen nicht sehen werde, was in der Mitte ist, habe ich es mir ausgestanzt. Da habe ich eine Stanze von Action genommen und habe da auch das hier mit Edge Mahagoni, genau wie das, eingepinselt. Und diesen Stempel hier habe ich benutzt und da habe ich hier das Wir wünschen hier oben in Schwarz aufgegeben. Wundervolle Weihnachten. Das habe ich mit Versafine Claire gestempelt, mit dem hier. Und anschließend mit klarem Embossing-Pulver dann ja, embossed, heiß embossed. Ich wollte so ein bisschen so einen Hingucker halt haben. Und das war es eigentlich schon. Jetzt werde ich nämlich an das Verkleben hier gehen. Das wird jetzt eine Karte, die nicht sehr schwer sein soll. Halt ganz normal für den ja, Briefverkehr, dass man es auch mit einer Briefmarke losschicken kann, ohne extra Porto zahlen zu müssen. Und ja, das war jetzt so etwas, was ich noch schnell mal zeigen wollte, weil das zum Beispiel ist ein sehr, sehr einfacher Trick, wie man nämlich viel Embossing-Pulver einsparen kann, wenn man nämlich klares Embossing-Pulver hat. Und das ist eine feine Sache, weil letztendlich kann man damit ja jede Farbe dann herstellen, indem man einfach eine Stempelfarbe benutzt, eine farbige, und dann mit klarem drüber geht. Und schon hat man diesen embossten Look, was besonders halt ist. So, jetzt kann das hier drauf. Und das hier hatte ich zuvor mal bei der anderen Karte, die ich gebastelt habe, noch übrig behalten. Das ist auch aus einem Set von Dani Pois. Fröhliche Weihnachten halt in dieser wunderschönen Schrift. Und das will ich jetzt erstmal alles verkleben. Dann bin ich gleich wieder da. Ja, wer jetzt ein bisschen längeren Text noch schreiben will, der lässt das frei und schreibt dann hier einen Brief rein. Wer das jetzt nicht möchte, der kann das ganz einfach lösen. Ich habe jetzt hier noch einige Dinge übrig behalten von meinem Schneiden mit meinem Plotter. Und auch diese, sag ich mal, eher angefransten oder kaputtgegangenen Teile, ich schmeiße sie nicht weg, weil ich sie nämlich gerne nutze für solche Sachen als Verzierung. Weil wenn die irgendwo drunter verschwinden, man sieht sie ja sowieso nicht. Es ist doch dann nicht so wichtig, dass jetzt hier diese Kante fehlt. Und insofern, ich habe hier noch so ein Ding. Jetzt muss ich mal schauen. Hier ist sogar noch eine Goldspitze dabei. Das könnte ich zum Beispiel hier drunter noch geben. So. Aber erstmal muss ich hier noch Kleber drauf geben. Ja, also ich bin dieses Jahr wirklich mit Resteverwertung beschäftigt. Vielleicht werde ich das ein oder andere auch neu machen. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge ich euch diese ganzen Sachen zeigen werde. Ich werde ja dieses Jahr einiges an, ja, auch an Weihnachtskarten zeigen. Aber ich habe vieles vorbereitet. Aber in welcher Reihenfolge ich letztendlich dann alles euch hier bei YouTube zeige, das weiß ich jetzt noch nicht. Deswegen kann sein, dass die ein oder andere Karte vielleicht noch gar nicht zu sehen ist. Und dann wisst ihr gar nicht, woher das hier ist, dieses geplottete.
Aber vielleicht ist es auch schon online, dann könnt ihr das nämlich nachgucken. So. Aber es gibt ja auch genügend Material, was man so bekommen kann, zum so Standsteile, wo Schneeflocken bei sind, irgendwelche schönen Verzierungen. Also da ist ja so viel, was man mittlerweile bekommt. Ich mache mir meine Sachen immer gerne selber, aber wer das jetzt nicht kann, weil er keine Stanzmaschine hat oder keinen Plotter, ich meine, der wird dann auch fündig werden. Notfalls schneidet man auch mal so mit der Hand was aus. Die Frage ist, ob ich das hier wirklich noch unterbringe. Ich meine nein, weil eigentlich ist immer so die Zahl 3 ist ganz gut und ich glaube, so wird es reichen. Jetzt kann man ja jetzt hier, wir wünschen wundervolle Weihnachten, dann kann man ja noch mit der Hand und ein gutes neues Jahr oder einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann schreibt man einfach den Namen runter. Und man hat wirklich einen tollen Hingucker, finde ich. So eine schöne Karte. Ich mag es auch immer, die Rückseiten ein bisschen zu verzieren. Insofern überlege ich gerade, ob ich das hier hinten noch drauf klebe. Ich glaube, das werde ich auch machen. Weil dann ist das stimmig. So. Und das ging doch jetzt in Windeseile. Gut, ich habe ein bisschen was vorbereitet, aber das ging wirklich schnell. Mit schönem Designerpapier, mit schönen Stempeln, ein bisschen Stempelfarbe, embossed und schon ist wieder eine Karte fertig. Tja, das war's für heute. Mir war es halt wichtig, hauptsächlich Reste zu verwerten. Das habe ich erledigt. Ich habe etwas gefunden, was mir gefällt. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt auch Gefallen daran und habt eine kleine Inspiration. Dass ihr nicht genau das Papier habt, das ist mir auch klar. Aber vielleicht ist eine Idee dabei, wie man ganz simpel mal Karten zusammenstellt. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald hier wieder.